Willkommen zurück zu Elite Dangerous. Wir haben uns ja in der letzten Folge die Diamondback Explorer gekauft und werden die jetzt mal auf Herz und Nieren prüfen, wenn wir in unserem Fraktionsgebiet wieder angekommen sind. Aber erstmal wollen wir natürlich hier draußen das Fluggefühl testen. Macht auf jeden Fall schon lustige Geräusche. Das klingt irgendwie, als würde da was explodieren. Nicht ganz so wendig wie die Cobra, aber... Power plant capacity exceeded. Ja, sowas hatte ich befürchtet, da müssen wir mal gucken. Ach, wir haben ja noch gar keine... Wir haben ja noch gar keine... Dings eingestellt, keine Prioritäten. So, also die Cargo Hatch ist sowieso automatisch auf der 2. Das Fuel Scoop kann auch auf die 2. Sprungantrieb brauchen wir wahrscheinlich beim Wegfliegen. Warren Scanner kann auch auf die 2. So, und so können wir gefahrlos wechseln. Also die Waffen überhaupt mal benutzen vor allem. Ach ja, ein... Power plant capacity exceeded. Ja, ich weiß. Einen Testschuss wollte ich ja noch abgeben. Die sind... Was? Wir sind immer noch in der No-Fire-Zone? Das Ding muss doch schon ewig weit hinter uns liegen. Ich bin entsetzt. Frameshift Drive charging. Die Schilde sind energiehungrig. Naja, 50 Credits, fein, so schnell kommen wir ja eh nicht zurück. 4, 3, 2, 1. Deshalb kann ich damit leben. Ah, ich bin dann doch mal gespannt. Wie immer auf jedes neue Schiff. Ich taufe es hiermit auf den Namen Let's Play. Na, nur weil wir keinen Superscanner mehr haben, wollen wir natürlich trotzdem mitnehmen, was wir können, ne? Und wollen natürlich mal gucken, wie viel Fuel dieses Scoop sammelt. Ah, mehr als 75 auf jeden Fall. Wahrscheinlich 100. Nein, sogar mehr als 100. Nein, bitte nicht hier irgendwie aufschlagen. Na, bis wir nach Shinrata Desra zurückfliegen, wird eine Weile vergehen, bin ich mir ziemlich sicher. Excessive Mass, wieso das denn? Haben wir irgendwie Fracht dabei? Nö. Frameshift Drive charging. So. Die Sprungreichweite von dem Teil ist natürlich geringer, aber die Cobra mussten wir auch erstmal aufwerten. Deshalb hoffe ich mal, dass die Bewaffnung, die wir da gewählt haben, okay war. Ansonsten werde ich nochmal nachfragen. Aber wir werden das schon irgendwie schaffen. Da bin ich gar nicht so pessimistisch. Fuel scooping. Aber irgendwie vermisse ich meine grünen Schutzlinien hier. Und ich wüsste gerne, was die... Ah, da sind sie ja. Was die Maximalleistung von unserem Fuel Scoop ist. Es geht immer noch weiter. 176 pro Sekunde. Das ist sehr flott. Dann werden auch unsere Tankstops kürzer. Fuel Scooping complete. Aber das Ding hat natürlich den Beinamen Explorer verdient, wenn es gleich zwei oder sogar... Ich habe gar nicht geguckt, ob da theoretisch noch mehr Plätze wären für... Fuel Scoop für Sprung... Frameshift Drive charging. Für Tanks, für Treibstofftanks. Boah, was Autokorrektur teilweise tippt, ne? Ist ja der Hammer. So. Ah, wie viele Sprünge haben wir denn noch? Das kann ich ja im Transit gar nicht nachgucken.
Oh, weißer Riese. Oder Zwerg, keine Ahnung. Steht nur Blue White. Hier haben wir doch schon mal Conflict Zones. Sind wir hier irgendwie hostile? Das ist ja doof. Ich will es nicht riskieren, aber andererseits sind wir im Solo-Modus, also Spieler werden uns schon mal keine nerven. Warum probieren wir nicht einfach mal aus, ob unser Schiff da was reißen kann? Zurückkaufen könnten wir es uns nötigenfalls. Fuel scooping complete. Damit sich unser Rückflug, also damit es nicht alles bis zu unserem Rückflug dauert. Aber dann schauen wir doch mal gerade rein. In wessen Gebiet sind wir denn hier? Ruckel, ruckel. Na. Felicia Winters. Aber das überschneidet sich da. Fuel skip disengaged. Felicia Winters ist Federation, wenn ich mich nicht irre. Das Cockpit erinnert mich irgendwie an Aquanox. Die lustige Methode, der lustige Versuch, ein Weltraumspiel unter Wasser zu versetzen. So, natürlich wieder bremsen. So, 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 so. Hätten wir das auch geschafft. Dann bin ich ja mal auf die Kampfleistung jetzt... Ich weiß, ich habe es schon gesagt, aber ich bin gespannt. Ich habe schon gesagt, wie gespannt ich bin. Das ist wahrscheinlich zusammen mit... mit so einer meiner Lieblingsformulierungen, eine meiner Lieblingsformulierungen. Ach ja. Mich würde ja übrigens mal interessieren, auch eine meiner viel zu viel gebrauchten Verwendungen, blödes Handy, viel zu viel gebrauchten Formulierungen, wollte ich natürlich sagen. Wow, was ist das? Moment mal kurz, ich muss hier mal kurz rausfinden, was das für ein Geräusch ist. Ja, da bin ich wieder, da ging einfach mal im Nachbarzimmer ohne erkennbaren Grund zum Glück der Feueralarm los. Der Rauchmelder, vielleicht ist die Batterie leer, dann kriegt er öfter mal solche Spinnereien. Aber naja, wir lassen uns davon nicht aufhalten, ich schneide das dann einfach wie gehabt mal nachher raus. So, dann wollen wir uns jetzt nach dem kleinen X, naja, nach dem kleinen Schrecken mal in der Konfliktzone abreagieren. Gucken, ob wir mit der High Intensity schon mithalten können. Da sind sogar ein paar, die auf unserer Seite sind. Federal Navy. Zu welcher Fraktion gehört die denn? Die Federal Navy. Athena Inc. Dann schließen wir uns denen doch mal an. Power plant capacity exceeded. Ja, ja, klar. Machen wir erstmal ausgeglichenes Energiemanagement. Huch, wir sind im falschen Feuermodus. Under attack. Okay, der Burst Laser ist energiehungrig und unsere Schilde auch leider. Oh, Railgun. Gefällt mir gar nicht. Oder wie ein Mitschüler von mir früher zu sagen pflegte, des Morginet.
wollen wir doch mal hoffen, dass unser Schiffchen das mitmacht. Ah, ein unmotivierter Under Attack mal wieder. Während wir gar nicht beschossen werden. Oh, ich hab vergessen, es wäre wahrscheinlich hilfreich, wenn wir direkt mal das Powerplant anvisieren. Bin nur gerade am gucken, der Burst Laser macht wahrscheinlich mehr Schaden wegen der höheren Klasse. Weil die Beam Laser machen dafür kontinuierlich und genauer Schaden, weil die besser treffen. Weil die Burst Laser hauen schon rein, das muss man... Da erinnere ich mich noch dran, als ich damals noch die in die Sidewinder gepackt habe. Ja, erfreulich. Erfreulich, erfreulich. 28.000. Ja, damit kann man doch was anfangen. Ich glaube, hier bleibe ich erstmal ein Weilchen. Dann machen wir uns auch bei der Föderation wieder beliebter. Und ich glaube, das Schiff kommt da auch so mit klar. Also bisher sehe ich da keine Bedenken. Keine, die man haben müsste. Sohle. Feuer frei. Ich mag es auf jeden Fall, wie die beiden Laser hier angebracht sind. Geben wir mal 3 Punkte auf die Waffen. Ach, Chef Launcher. Geh doch zu Hause. Target Shields offline. Ah, schön. Bei dem kriegen wir auch Schützenhilfe. Das ist immer gut. Und er zielt mit seinen Raketen ständig daneben. So lasse ich mir das gefallen in den High-Intensity-Zonen. Die Cobra ist dafür ja deutlich zu schwach gewesen. Da kommen die letzten paar. Bumm, da geht er dahin. Target destroyed. Das soll die größte Bedrohung sein, die hier gerade unterwegs ist. Eine Igel. Vielleicht für mich persönlich gerade, aber... Na gut, komm. Kleinvieh macht auch Mist. Und die haben wir wahrscheinlich schneller weg, als sie gucken kann. Außerdem haben wir jetzt mit den Lasern natürlich wieder den Vorteil... Kein Energieverbrauch, keine Munitionsverschwendung mehr. So. Jetzt wollen wir aber doch mal was Richtiges kaputt machen. Ja, scan schneller. Ich will die Untersysteme haben. Da haben wir's. Dann Vollgas voraus. Ich muss gleich mal meine Uhr anpassen. Denn durch den Feueralarm ist da ja was durcheinander gekommen, sozusagen. Ich hoffe nur, dass wir bei dem Teil auch Schützenhilfe kriegen. Och, wir sollten auch unser Ziel im Blick behalten. Hm, da kamen ein paar Frags auf uns zu. Under attack. Aber bisher ist die Performance des Schiffs doch annehmbar. Nur hatte ich irgendwie tatsächlich mit mehr Waffenslots gerechnet. Natürlich sind jetzt die ganzen Verbündeten schon wieder weg, die uns hier vorhin noch zur Seite gestanden haben. Ärgerlich.
Dann verzichten wir mal auf die Antriebsenergie, die brauchen wir gerade am allerwenigsten. Das Schiff ist träge genug, dass wir da mithalten können, aber die Schilde sind wichtig. Target shields offline. Also mit der Cobra hätten wir hier weniger Chancen, so viel ist schon mal sicher. Die wäre zwar wendiger, aber naja, ich meine, es steht sogar in der Beschreibung, glaube ich, der Cobra drin, dass sie gegen Viper und Eagle Nachteile hat von der Wendigkeit her. Komm, wir müssen die Schilde, unsere Schilde dürfen nicht zusammenbrechen. Dann geben wir lieber noch ein bisschen mehr Energie auf dieselbigen. Und jetzt haben wir ja auch wieder einen Verbündeten, der für uns, der mit uns drauf schießt. Und der vielleicht auch selber ein bisschen Feuer zieht. Ich meine, ganz offensichtlich. Sonst würde er ja auf uns schießen. Aber unsere Waffenenergie lädt gerade so langsam nach. Komm, geben wir mal Vollgas auf die Waffenenergie. Nachdem unsere Schilde jetzt wieder zumindest etwas mehr da sind und wir auch gerade nicht das Hauptziel des Gegners zu sein scheinen. Ah, nee. Das macht doch nicht so eine Scheiße hier. Dann treffe ich ja gar nicht mehr das, was ich treffen will. Du verlängerst nur dein eigenes Leid. Na, jetzt sind unsere Schilde weg, war ja klar. Dann müssen wir jetzt umso schneller loswerden. So, und tschüss. Was? Von einem Treffer? Das ist ja traurig. Da müssen wir jetzt erstmal irgendwie hier hinten drauf warten, dass unsere Schilde wiederkommen. Ganz in Ruhe. Aber das wird schon. So, was sagt denn unsere Uhr hier? Ist die mal wieder stehen geblieben? Tatsache. Dann sage ich jetzt mal noch... Hä? Nee, nicht 55 Minuten. 5 Minuten noch. Und dann haben wir es doch. Auf jeden Fall, denke ich. Shields online. Ja, bisher haben wir ja wahrscheinlich noch nicht so viel. Wo stehen sie denn? Das da... Ja, wahrscheinlich. Dann setzen wir uns doch mal hinter die Vulture. Verdammt, da war's. Aber irgendwie gefällt mir das Freund-Feind-Verhältnis hier gerade nicht. Under attack. Mehr war das. Target shields offline. Schießt denn da auf uns? Python. Schön. Finde ich ja reichlich uncool übrigens, dass die so schnell ist. So, jetzt sind wir außer Reichweite. Under attack. Was schießt da jetzt auf uns? Target shields offline. Shields offline. Taking damage. Target shields online. Die Eagle ist natürlich auch prädestiniert dafür, größere Schiffe zu jagen. Das muss man natürlich zugeben. Weißt du, was ich dazu sage? Target shields offline. Ich mach dich jetzt einfach kaputt. So, stirb. Target destroyed. So, jetzt mal einen Blick in die Kampfzone reinwerfen. Target shields offline. Target shields online. Sollten wir wieder mehr ins Zentrum. Da hinten passiert irgendwie mehr. Wir sollten auf jeden Fall nicht alleine bleiben.
Target shields offline. Target shields online. Shields online. Ich verstehe immer noch nicht, wie die Viper mehr bringen kann als eine Cobra. Wer schießt denn da jetzt schon wieder auf uns? Das ist schon wieder diese Python. Hallo? Shields offline. Taking damage. Nee, also so kann das ja nichts werden. Frameshift Drive charging. Wir müssen mal irgendwie hier weg. So kann das ja nicht klappen. Wenn möglich nicht direkt in den Asteroidengürtel rein. Ja, es wäre schön, wenn wir jetzt langsam mal weit genug weg wären. Das wäre auch nicht mehr diesen Abzug kriegen. Wie nah ist uns der Scheißtyp denn immer noch 1,7? Der ist hartnäckig an uns dran. Ja, und jetzt sind gleich unsere Schilde wieder weg. Da verfolgt uns sogar gleich noch ein zweites Schiff. Schön. Na Asp, klasse. Aber jetzt sind wir ja auch weg. 4, 3, 2, 1, engage. Schön, dass wir anscheinend, während wir nur stumpf geradeaus fliegen, keinen Schaden nehmen können. Ja, das war ja eher nicht so erfolgreich. Aber anscheinend haben wir uns einfach auf die falsche Seite geschlagen. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht arbeite ich diese Woche dann doch lieber noch mal am Erreichen von Rang 4. Und mit den 5 Millionen können wir das Schiff ja dann noch mal ein bisschen aufpeppen. Und dann können wir auch da wieder was tun. Docking request denied. Ach, diese 7,5 Kilometer, dass die jetzt so beinhart verfolgt werden. Ist das etwa doch ein kleines Schiff? Na, mal schauen. Jetzt muss ich mal kurz abzählen. Jetzt habe ich 3 Folgen aufgenommen, das heißt, es reicht bis Dienstag. Gut, dann werde ich am Mittwoch einfach wieder eine aktuelle Folge aufnehmen und bis dahin haben wir dann hoffentlich Rang 4 erreicht. Deswegen nicht wundern, wenn wir dann wieder ganz woanders sind. Also ich werde dann einfach mal den Kurs fortsetzen ins Heimatgebiet. Und dann haben wir da ein bisschen mehr zur Verfügung. Und dann bleibe ich lieber bei der aktuellen, also dass es eine aktuelle Folge ergibt, dann. So, jetzt haben wir immerhin nochmal 124.000 bekommen. Das ist doch was ganz Ausreichendes, würde ich sagen. So, und weg damit. Alles klar, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Mal gucken, wie sich das noch so entwickelt mit der Diamondback. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!